wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert vom neuen coolen christlichen Kinderwein Sloppy Bubble aus dem Hause Weinstein. Wow, cool! Auf meinem Kindergeburtstag gibt es christlichen Kinderwein. Sloppy Bubble schmeckt ja voll geil. Zwar ein bisschen dickflüssig und salzig im Rachen, aber dennoch sehr wohlschmeckend. Jetzt spielen wir tolle christliche Kinderspiele wie Schlangen und Leitern. Pater Johnson hat immer die Schlange und ich die Leiter. Oh Gott, ich kann das nicht mehr, Kreis. Ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich kann nicht. Was ist das für ein Kindergeburtstag? Was ist Sloppy Bubble? Warum ist der dickflüssig und salzig in der Röhre? Das sind merkwürdige Spiele. Welche Firma hat die hergestellt? Fassbro oder was? Ja, Fassbro. Jetzt von Fassbro, Alter. Mache Kischen, das neue Spiel. Ich kenne Fistbro, das ist auch ein tolles Spiel. Fistbro. So ähnlich wie Kasperle-Theater. Nur, dass die Puppen aus Fleisch sind, aber jeder hat eine Faust hinten drin. Oh mein Gott, und da wundert sich der Mann, komm, dass wir auf dem Index sind. Kasperle-Theater. Wow, guck mal, wir führen eine christliche Kasperle-Theater-Vorstellung auf. Ich bin der Jesus. Kasperl knickt den Kopf immer nach vorne, da muss ich die Hand weiter reinschieben. Okay, jetzt, Alter, was geht ab? Ich weiß auch nicht, wie du auf sowas kommst. Improvisierst du das immer? Du hast gesagt, du hast irgendwie Weinstein eingekauft und hast gemeint, wir bringen neuen Wein auf den Markt. Und hat mir dann irgendwie erklärt, laut wissenschaftlichen neuen Theorien gibt es viele Menschen, die können Flüssigkeiten nicht richtig trinken. So, deswegen muss da irgendwie festes Wasser reingemischt werden und so ein Water, Zeug. Das gibt's. Ich will nicht sowas, nein. Hier, Chuck hat auch schon mal Thick Water gechuckt. Ja, aber ich will nicht chucken. Chucken, ey. Ich muss aber zwischendurch mal ordentlich chucken, ey. Ich hab keinen Bock auf Christen-Chuck. Christliches Chucken. Ich dich ordentlich weggechuckt. Ich hab gestern ein bisschen rumgechuckt. Okay, ich folge dir. Wir sind so auf dem Index, du. Ja, wir sind jugendgefährdete Medien. Ja. Ey, die Tür ist ein bisschen offen. Welche Tür? Die hier. Im Boybett. Oh, ich hab irgendwas gehört. Da liegt ein Knüppel. Auf dem Boden. Bodenknüppel. Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Zeig uns den sanften Kuss der Geisterliebe. Hast du Sloppy Bubble getrunken? Hier ist überall Ektoplasma. War er dickflüssig und salzig in der Kehle? Im Boy-Bedroom war sehr viel Ektoplasma. Da war Geist. Das ist die Ausrede von jedem Priester heutzutage. Da war ein Geist. Da war ein Geist. Ich hier nicht überall Ektoplasma. Wir haben Spitzpass aufgespielt. Spitzpass drauf. Spitzpass drauf haben wir gespielt. Leitern und Schlangen spiele ich immer. Mit meinem Priester. Ich war bis jetzt immer nur bei Leitern. Ich muss immer hoch und runter, hoch und runter. Hans, ärgere dich nicht. Schwanz, ärgere dich nicht. Hast du schon im Keller? Nee, aber ich habe da oben meine Kamera platziert aus Neugier. Ich mache jetzt eine leichte Geisteranalyse. Oh, wir wurden aber auch schon selig. Ein wenig Beräuberlied. Wir hatten vielleicht schon mal ganz kurz Kontakt. Ich frage mich jetzt, was nehme ich hier mal ein bisschen? Mach mal da oben ein Foto von dem Knuppel, vom Honkball. Oh, hier ist kühl gewesen im Flur gerade. Irgendwas ist da oben. Ah, hier pupt was. Wie, da hat was gepupt? Hier im Flur. Ja, zwei. Wegen dem, hier Enf? Ein Enf-Pup, ja, oder? Ja, Enf-Pup. Wo bist du? Bist du ein Kind? Bist du erwachsen? Wurdest du mit Sloppy Bubble gefügig gemacht?
Bobby Bubble. Der prickelt gar nicht so. Oh. Huh. Oh! Oh mein Gott! Ich bin tot! Was? Was? Wo hat er dich? Alter, ich bin ihm direkt in die Arme gelaufen und dann hat er sich umgedreht und hat mir voll die Geisterkelle gegeben. Du ist gerade ein Schatten durchs Haus geflogen. Oh mein Gott, hat der mich gelunzt. Wo hat er dich gelunzt? Aber wie, was war mein Zustand, als ich geguckt habe? 72, 74, ich bin jetzt nur einmal hochgelaufen. Hier, der kam hier irgendwie aus der Ecke raus. Alter, da ist ein Geisterball, der sich bewegt. Siehst du das? Ja, er kommt direkt auf mich zu. Okay, ich habe eine Kamera dabei. Schnapp dir die. Was war das? Der Ball ist doch verschwunden. Ich habe Werte hier. Es spleetscht. Dreier Spleetsch. Bei mir, bei meiner Leiche liegt eine Kamera. Schnapp dir die. Oh mein Gott. Er kommt schon wieder. Er kommt aus dem Boy-Bedroom. Alter, wie übel ist das denn? I'm walking with the ghost. Ich bin direkt bei ihm. Ich halte seine Hand. Er kommt runter. Er geht raus. Nee, er geht ins Wohnzimmer. Alter, ist das eine heftige Nummer. Er nimmt dich mit auf seine Mördertournee. Er ist wieder oben. Ist der Hand vorbei? Kreis? Wo steckt Kreis? Er ist oben, er ist oben. Er geht zu meiner Leiche. Er fummelt an meiner Leiche rum. Jetzt ist er weg. Alter, was ist mit dem denn los, ey? Wow, ich konnte ihn richtig sehen. Er hat gesagt, komm mal mit, mein Junge, ich zeig dir mal, wie umbringen richtig geht. Und ich dann so, okay, Mr. Geist, Sir. Ich habe nur einen kurzen Augenblick, um aus der Geisterwelt herauszukommen. Wo bist du jetzt? Unten, ich bin nach unten gegangen in Dings und habe mich da versteckt. In der Garage. Alter, ich hau hier ab, ich sag's den Dämon und dann fahr ich los. Was? Bist du wahnsinnig? Was? Bist du wahnsinnig? Was ist mit der Lizenz? Denk an die Lizenz. Denk an die Lizenz. Wir müssen ihn dran kriegen. 4% habe ich nur noch. Ja, aber warum ist der auf einmal so... Was ging da ab? Keine Ahnung. Dieser Hassbürger. Richtiger Wutbürger hier, ey. Er ist dein Boy-Bedroom, glaube ich, ne? Nee, der kam immer von der anderen Seite. Also links vom Boy-Bedroom quasi, wenn du den Flur runtergehst. Wenn du die Treppe hochgehst, direkt links dann runter. Ich kann dich führen. Ach, da, wo das Badezimmer irgendwo ist. Genau da, aus der Richtung. Da, wo meine Leiche ist, da aus der Richtung kam er. Geisterball. Geisterbasketball. Boing. In dein Gesicht. Bombenangriff. 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 Alter, wie hat der mich so schnell gelutscht? Ich weiß nicht, der hat richtig hart lutscht. Das muss ein Dämon sein. Dr. Hartlutsch. Dr. Hartdämon, ey. Kann ja gar nichts anderes mehr sein. Nein, im Moment haben wir noch gar keine Hinweise. Hast du eine Kamera dabei? Nee, aber ich nehme die hier mit. Also dann. Aber meine Leiche ist ein Fotoapparillo. Fotografier für die Versicherung, sonst zahlen die nichts. Hey, hier ist ja noch ein Ball. Wie viele Bälle sind hier denn involviert? Wo bist du jetzt? Hinten im Badezimmer. Wo ist deine Leiche? Ich sehe die gar nicht. Hä, nein, ich bin nicht im Badezimmer. Moment, hier ist... Im Flur habe ich Dings. Ich bin da im Flur. Komm mal in den Flur. Ich bin im Flur. Ja, und jetzt geh da geradeaus durch. Noch weiter geradeaus. Nein, nein, ja, und jetzt da liegt meine Leiche. Jetzt umdrehen. Nee, ich sehe hier nichts. Hier. Ich sehe die nicht. Hier liege ich. Da, jetzt kommt ein Ball. Ach, da im Zimmer. Hier im Zimmer, aber ich habe im Flur und der Atem. Kommt da, wo ich jetzt den Ball hinwerfe. Von da kam er. Da hinten aus dem Zimmer kam er raus. Da, wo das Bild auch runtergetreten ist. Ich habe hier auf jeden Fall Geisteratem. Geisterdetektiv. Paranormale Aktivitäten. Ein Mann und sein Ball. Geisterdetektiv. Geisterdetektiv. Denkst du, es ist ein Dämon? Hast du ein Foto von meiner Leiche gemacht? Nee, ich habe ja kein Apparillo dabei. Der liegt doch da. Ich hatte den Apparillo dabei. Ich hatte den Apparillo dabei. Nichts dabei. Also du hast auf jeden Fall schon mal einen Mund. Geben Dämonen Mund? Ich glaube schon, oder? Ja, ja, sie können auch Mund verabreichen. Mundus Magnus. Hast du einen Apparillo gefunden? Der liegt da hinten neben dem Bett. Da, wo meine Taschenlampe ist. Da gibt es auch einen Fotoapparillo.
Hier. Sehe ich nichts. Jetzt stehst du genau drauf. Ne, hier bei mir ist nichts. Du bist auch so irgendwie durch die Decke geglitscht vorhin. Ich hatte dich einmal kurz... Was war das? Er hat dich leicht angehaucht. Check das Buch. Nee, Buch ist clean. Du denkst also, es ist ein Dämon, ja? Keine Ahnung. Auf damit. Ich hab gar nichts gemacht. Blockcam. Unschuldig. Vielleicht kannst du mit dem reden. Guck mal, hier ist noch das Sprechding. Geh mal in den Flur und versuch mal mit ihm zu reden. Bist du hier? Wo bist du? Sprich zu mir. Wo bist du? Bist du anwesend? Er sagt gar nichts. Ist immer nicht erkannt, sagt er nicht mal. Wo bist du? Ja, aber hier war die Activity. Das sind auf jeden Fall Activities gewesen und Tasten. Hast du die Schranktür aufgemacht? Nee. Was ist jetzt los? Oh. Er hantet schon wieder, oder wie? Ich guck mal, ob ich ihn irgendwo sehen kann. Er ist oben, er geht die Treppe runter. Boah, sieht der hässlich aus. Jetzt geht er wieder hoch. Alter, der ist krass, der ist richtig krass unterwegs. Ich glaube, der will auch irgendwie dich. Ich bin ihm nur ins Messer gelaufen, weißt du, deswegen bin ich gestorben. Aber primär hat er geschrien, Kreis Industries, zerstören und vernichten. Wow. Du bist bei 34. 31. 29. Er saugt jetzt richtig aggressiv. Ich hab ne Bubbel. Okay, das ist Mund und Bubbel, das ist kein Dämon. Phantom, okay. Mare Yurai. Atom Mare? Phantom. Wir müssen den dran kriegen, Mann, damit das Team ihn eliminieren kann. Okay, warte, ich geh erstmal raus. Also, was haben wir? Bubbel? Wo hast du denn Bubbel gesehen? Auf der Kamera, kannst du mal gucken, aber ich habe definitiv eine Bubbel gesehen. Auf meiner Badewannenrandkamera? Die, wo eingestellt ist, die letzte. Das ist die Badewannenrandkamera. Er kam da aus dem Schrank. Ja, er kam da, genau da ist er erschienen. Leider kann ich das Buch nicht sehen. Kam da aus dem Schrank, okay. Bubbel. Kannst du ja nochmal Pilch nehmen. Ja, ja. Warte mal, Orb. Aber das ist ein Orb, oder? Orb und Frost. Ja, ja, da ist ein Orb, ein dicker Orb. Phantom Mare Yurai. Was brauchen wir denn noch? Weil ich habe nur noch 25. Richtiger Dick-Orb. Was ist jetzt die letzten beiden Packungen? Aber warum saugt der denn so heftig und ist dann gleich so jagdfreudig? Ich ist ja kein nicht. Dämon. He works hard for the money. Phantom Mare Yurai. Phantom Mare Yurai wäre Buch. Mare wäre Box. Und Phantom wäre EMF. Ja, der Teller, er klaut das Porzellan, ey. Ja, nimm mal ein EMF mit und schieb ihn mal weiter rüber. Ja, ja, warte, bis dahin nehme ich aber noch ein Burrito mit und reinige. Wenigstens noch einen Zehner verdienen, bevor ich draufgehe. Naja, die Versicherung deckt ja. Ja, kannst auch noch einen Knüppel mitnehmen, da oben aus dem Empfzimmer. Du kannst ja auch noch einen leichten Honkball. Honkball machen, ja. Warum schlepp eigentlich hier. Immer ich? Hier ist er gerade erschienen. Also normalerweise kommt er immer hier runter gejoggt. Reinige den Flur. EMF liegt da hinten. Also da, wo wir zuerst die Vermutung hatten, da liegt der EMF vor der Tür. Aber warum sind die Geister jetzt mittlerweile so extrem? Weiß auch nicht. Die machen ja keine Gefangenen mehr.
Sag mal sowas wie, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wo bist du? Ich kann mal nach seinem Namen gucken. Dann wissen wir vielleicht, irgendwie können wir da ein bisschen triggern. Triggern, wie man so schön sagt. Ja, aber seelisch hat er uns, ja, hops genommen, wie man so schön sagt. Der Mann kann halt einfach verdammt gut Leitern und Schlangen spielen. Er ist einfach hier, ist er erschienen. Also du bist bei 80, da ist alles Tutti. Und der heißt, David Smith. David Smith. Kam hier raus, aus dem Schrank. Ne, nur ein Zweier, ey. Und du musst das Räucherstäbchen während der Jagd machen. Also wenn der gerade hattet... Wir haben beide. Einigen Sie den Bereich. Habe ich keine Hand mehr frei, oder was? Wieso kann ich das nicht... Ich kann das EMF nicht aufheben. Das geht nicht. Leute, der ist wieder hier. Der ist wieder in der Nähe. Aber er huntet nicht. Du bist immer noch bei über 70. Du kannst das EMF nicht aufheben, weil vielleicht irgendwas in der Hand? Bist du voll? Nee. Nur eine Taschenlampe. Ah, jetzt. Aber Buch will er auch nicht, ne? Nö. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Tja, ich kann aus dem Jenseits wenig machen, mein Freund. Ja, deswegen. Okay, wir riskieren es einfach. Aber ein Dämon ist es nicht. Ja, er war halt... Was hat denn ein Phantom für Eigenschaften? Moment, ich schau mal rein. Ja, wir gucken mal, ob wir es so vielleicht rauskriegen irgendwie. Ich schau mal rein in die Geisterkrabbelkiste. Also, wir hätten... Phantom? Wo ist Phantom? Hier. Ein Phantom ist ein Geist, der von den Lebenden Besitz ergreifen kann, meistens beschworen durch das Witcher-Board. Verursacht Angst in den Menschen um ihn herum. Stärken senkt ihr Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Schwächen, fotografieren sie das Phantom, verschwindet es temporär. Nee. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht habe ich dem Phantom da irgendwie ins Ohre geblickt. Ja, aber der war ja direkt wieder da. Der war ja direkt wieder da. Okay, eine Mara hat eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Ja, Schwächen, schaltet man die Lichter um einen Mara ein, ist die Chance angegriffen zu werden eher gering. Stärke des Jurors haben einen starken Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Das stimmt irgendwie auch. Wenn sie den Raum des Jurors ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Vielleicht kommt er deswegen auch nicht. Vielleicht ist es ein Jurai. Vielleicht kommt er deswegen. Das geräuchert und er sagt, nein, nein, Rauch in Nase. Mein Onkel Yusuf ist an Rauch in Lunge gestorben. Ja, ich glaube, ich will einen Jurai. Ich will einen Jurai. Und dann schauen wir mal, was passiert. Warte, kann ich auch was wählen oder bringt das gar nichts bei mir? Ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Keine Ahnung. Dann nehme ich auch noch einen Jurai. Sonst funktioniert das nicht. Das ist die Ausrüstung liegt sonst einfach brav. Ja, meine Ausrüstung ist weg. Wieso auch immer. Und, ist es ein kleiner Jurai? Na, oh, Mare. Das war eine Mare. 10 Groschen bekommen. Ich habe 60 Groschen. Ja, 60 Groschlis. Aber Mare ist ja Cousin, ne, von Jurai. Ja, das ist Kuskeng. Marek. Kuskeng Marek. Kuskeng Marek ist von Onkel Jurai, der Bruder des Vaters. Kleiner, das kleine Kuskeng. Ich meine, ich muss hier noch ein bisschen aufstocken. Achso, deswegen kann ich noch nicht auf bereit klicken, glaube ich. Haben wir sonst alles? Kopfkamera sollte man eigentlich immer ausrüsten. Kopfkamera ist eigentlich immer gut, ja, ne? Um mal so einen kleinen, wir schauen mal, was so alles geht. Turnaround. Einen kleinen Turn-Bubble. Einen kleinen Turn the Bubble Around. Kleinen Sloppy Bubble habe ich bekommen. Ja. Damals, warum? Auf der Venusmesse, hat man mir ein Sloppy Bubble eingeschenkt. Warum kann ich nicht auf Bereit klicken? Ja, weil ich hier noch keinen Job ausgewählt habe. Ach so. Wir müssen erst rüber ins Bleasdale. Das war jetzt schon. Das war heftig. Also wirklich, direkt erster Geist gibt mir hier so eine Todeskelle. Aber der kam halt so um die Ecke. Ich wusste ja auch nicht, woher der kommt. Da bin ich ihm direkt in die Arme gelaufen, bin abgebogen, aber der hat sich gedacht, nö. Susan Clark, nö. Ich wollte zwar Kreis, weil der hat mir den Kram
getan, der Führer vom Kreis Industries. Das ist jetzt auch ein Empf. CEO. Ja, ich würde sagen, wir nehmen beide Empf und teilen uns auf. Das ist, glaube ich, besser als das Thermometer, weil das funktioniert eh erst immer nach 10 Minuten. Das kann man beim zweiten Durchgang mitnehmen. Du meinst... Hast du einen Schlüssel mitgenommen? Weißt du, wie der heißt? Susan Clark. Was? Boozman Clark? Boozman Clark. Boozman. Susan Clark. Wo bist du? Öffne eine Tür. Susan Clark. Medusen Clark. Medusen Clarken. Medusen Clarken. Ich bin hier unten irgendwo unterwegs. Hier erstmal die Wo typischen Stellen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Werfe mit Duschgel. Öffne eine Tür. Susan Clark. Hat man Strom gefunden? Nein. Ist er wieder auf dem Dachboden bestimmt. Gib uns ein Zeichen. Kein Gebliebe, kein gar nichts. Open a door. So ein leichtes Weep gehört. Nee, bist du auf dem Dachboden? Ich bin nicht auf dem Dachboden. What? Ich habe Schritte auf dem Dachboden gehört. Ja, dann ist er bestimmt da. Weiß ich, also unten habe ich noch kein Gebliebe gehabt jetzt. Gib uns ein Zeichen. Hast du Strom irgendwie? Strom ist an. Ah, ich habe hier oben eindeutig was gehört. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ruf uns an. Kennst du noch dieses Telefonspiel, was es damals für Girls gab in den 90ern? Ja. Mit diesem, ne? Hey, hier ist Ben oder so. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Love Telefon oder Callboy.com. Callboy.com. Serbische Callboys.com. Glaub, wo bist Steps du? Gehört. Zeige dich. Zeig uns dein Gesicht. Gib uns ein Zeichen. Ist diese Vase hier aus Terrakotta? Susan Clark. Ja, gar nichts. Ich sehe nichts. Hast du die Tür hier unten aufgemacht? Ich habe mehrere Türen aufgemacht, ja. Ich meine, die, wo nach draußen führt bei Lugli. Ja. Hier ist nichts, Mann. Ich habe no activities. Ich habe jetzt mal einfach eine Cam in die Richtung gestellt auf dem Dachboden. Ich bin da nackt rein und gehe nackt wieder raus. Oh Mann, hier die neue Experten-Mod ist echt heftig. Krass, Alter. Ist krass. Ja. Und wenn er das Modelbild machen würde, ne? Alter, die Leute hätten so schon so geile Mods gemacht, sag ich dir. Macht er aber nicht. Sagt, ist nicht cool, ist meins. Oh mein Gott, du bist bei unter 50 fast. Okay, krass. Vielleicht warst du zu lange auf dem Dachboden. Du meinst, du warst zu lange auf dem Hoochie-Boden? Ja, aber ich hatte da oben keinerlei Schwingung. Ich hab da nix. Ich auch nicht. Ich nix vernommerliert. Geswingt hat er gar nicht irgendwie. Ich geh nochmal rein mit jetzt einem Sprechkäse. Er hat auch nichts umgestoßen, gar nichts, ne? Nee, nee. Er sagt einfach, ich bin gar nicht da. Wo bist du? Wo bist du? Wir haben auch noch eine EMF-Quest. Oh, er hat gesprochen, next, hier oben. Wo, wo? Wie alt bist du? Alt, sagt er auch. Bist du ein Kind? Etage. Und er ist erwachsen. Alt, erwachsen und ist direkt neben mir. Ja, in der ersten Etage. Hat dich Ben über das Callboy-Telefon angerufen? Yes. Okay. Hier. Was willst du? App Ghost oder was? Wo bist du?
Jetzt redet er wieder nicht. Wo bist du? Close. Ganz nah. Ich mach mal hier eine Ding hin. Kamera. Ich hab mein Salz ganz weggeworfen, die Dose. Brauchst du Hilfe? Aber er kann auch durch den Dachboden durchsickern, ne? Das wäre auch denkbar. Gib uns ein Zeichen. Alter, was ist das wieder für ein Hardcore-Geist? Der will gar nichts zeigen von sich, ne? Nee, der... Der hat nix Bock. Drei weit entfernte Häufchen gemacht. Wo bist du? Wo bist du? Hier, next, hier. Also hier redet er. Hier. Bist du ein Kind? Und er sagt, er besteht darauf, erwachsen. Okay, das ist eigentlich sehr kindisch. Das ist eigentlich sehr kindisch. Ich bin schon erwachsen. Und ich bin schlau. Meine Intelligenz ist voll hoch. Vielleicht hier in dem Raum. Oder hast du jemals einen intelligenten Menschen gehört, sagen, irgendwie gehört, dass der sagt, ich bin intelligent? Nein. Nein, ne? Macht ein intelligenter Mensch einfach nicht. Irgendwie nicht, ne. Okay, ich mach mal hier. Was willst du? Du lässt dich nix. Wo bist du? Bist du hier? Schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben hier wirklich eine Expertenrunde. Du hast die Tasse geworfen, oder? Ja, Geist so, hey, lass uns doch mal ein bisschen Spaß haben mit Geistern. Jetzt wird hier geschwitzt auf Leben und Tod. Krass, ja. Krass. Aber auf dickflüssiger Basis. Auf dickflüssiger Basis. Wir Fat schwitzen Fluids. Auf Fettfluid-Basis. Also Dachboden ist nichts und hier in dem Raum auch nicht. Was ist so eine Floorcam oder was? Das dumme verzogene Huren im Videospielset. Kommt mit 13 Ecstasy-Tabletten. Einem Aufklapp-Handy. Wasserfesten Make-up. Und einer Videokamera. Das dumme verzogene Huren. Videospielset. Wir machen's nur mit dem Mund. Ja, wir brauchen noch eine Floorcam, aber da ist Salz und so, also. Das ist mein Floor-Feeling sagt mir, Und was sagt die Floorcam? Floorcam sagt nichts. Oder? Warte. Schau mal. Leg mal hier noch Salz rein. Dann mache ich ein Willi-Dachboden-Salz. Also die Floorcam sagt ja auch noch nichts. Ich sehe keine Bubbles, keine Aktivitäten irgendwie. Ja, aber das gibt's doch nicht. Er hat gesagt, er ist next, aber... Aber was ist next? Next. Keine Ahnung. Das dumme verzogene Huren, Videospielset. Zergeben deine Muschi. Ach Mann, ich wünschte, ich hätte eine eigene Animationsserie. Ja, ich würde es auch kaufen. Allein wegen den Ecstasy-Tabletten. Oh no. Oh, oh, oh. Was ist da? Was geht da ab? The ghost is hunting you. Er hat gehört, dass man über das Playset recht preiswert an Ecstasy rankommt. Aber ich sehe ihn nirgendwo. Ey, guck mal, du bist bei 50 und er jagt. Ich glaube, irgendwie der hat es schwieriger gemacht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das Play-Feeling anders. Ja, aber guck mal, da oben ist kein einziger Schritt Salz. Ist der vielleicht gar nicht oben, sondern unten? Und das ist der Sicker-Effekt. Weißt du was? Wir müssen da mit Bewegungsmeldern und so einem Quark rein.
audiosensorische Wahrnehmung. Ist er noch da? Nee. Nee, der. Aber wo? Keine Ahnung. Ist aber nichts. Ist der oben gestartet? Ich weiß es nicht. Ich bin nach unten durch, Also auf der Kamera habe ich nichts gesehen. Als er in Hand gestartet hat, bin ich nach oben durch, nach unten gegangen und da kam er mir nicht entgegen oder so. Das ist vielleicht doch so ein Dachbodending, oder? Ich weiß es nicht. Hast du ihn auf dem Dachboden gesehen? Ich habe hier oben Step. Salz Step? Einen, ja. Oh, er hantet schon wieder. Alter, der EMF piept hier draußen im Wagen. Er hat die Tür zugemacht. Im Step-Room. Im Stuck-Room. Da, wo die Grandmother stuckt. Der ist immer noch hart aktiv. Da war ein Bewegungsmelder irgendwo. Ich habe oben Bewegungsmelder hingesetzt. Er hat da die Tür zugemacht, links in dem Raum. Boah, was für ein harter Bastard, ne? Richtig übel, ja. Also einen Step haben wir oben gehabt. Zumindest wo ich jetzt oben war. Vielleicht gibt es jetzt mehr Steps. Keine Ahnung. Aber da habe ich jetzt auch mal einen Bewegungsmelder hinge... Er hat hier links die Tür geschlossen. Die war offen. Und dann beim Hand ist sie zugegangen. Ja, vielleicht hängt er da auch irgendwie drin. Also Dachboden können wir, glaube ich, ausschließen. Ich glaube nicht, dass er da oben ist. Weiß es nicht. Ich gehe nochmal rein. Fingerprints hatten wir auch schon länger nicht mehr. Hast du ein Booklet? Buch habe ich auch dabei. Murentuchen. Gleich mal mit einem leichten angekauten Murentuchen reindippen. Vielleicht will er einen Joghurtstand mit Ziege. Fingerabdruck. Hier ist ein Fingerabdruck. Auf der Door. Auf welcher Door? Auf der Door? Hier links, ja. Leg mal hier ein Buch rein. Okay. Ich hier vorne eins im Flur. Nee, du sollst hier eins reinlegen. Ich hab meins nicht dabei. Weil ich gerade gesehen habe, du hast es in der Hand. Da hat doch der Bewegungsmelder ausgelöst während dem Hand. Naja, irgendwie. Aber wir haben einen Salt-Step da oben. Ja, und der ist ganz hinten, ne? Einen Salty-Step. Der sickert auch durchs Badezimmer irgendwie durch da von hinten oder so. Schwer zu sagen, aber wir haben jetzt die Geister-Boombox. Und einen Fingerabdruck. Stimmt. Spirit, Gespenst, Poltergeist. Ja, aber er hat wenig Zeug geschmissen, oder? Ja, habe ich nichts gesehen jetzt. Achso, Fingerabdrücke. Spirit, Gespenst, Poltergeist. Okay, ich versuche nochmal irgendwie eine Kamera in den Wäscheraum da rein zu knipsen. Poltergeist wäre Orb. Nee, doch. Orb. Gespenst wäre Frost. Und Spirit wäre Buch. Das wird eine knackige Nummer. Das wird eine knackige Nummer, ey. Und das ist also, das ist eine Folge, du. Da müssen wir lange arbeiten, um wieder zurück zu den Best of 4 oder 5. Das waren Zeiten, wo wir die Dinger gecatcht haben, als gäbe es keinen Morgen mehr, ne? Ja gut, ne, man verliert ja langsam, aber sicher auch immer den Bezug so ein bisschen, ne? Jetzt bist du genau auf 50, gefährliche Zone. Hat sich im Buch was getan? Schauen. Nix. Nimm mal den Fingerleuchter und leuchte mal hier den Abdruck an. Ah ne, der hat gezählt, musst du nicht. Okay.
Schreibe ins Buch. Susan Clark. Warum reagiert dieser Bewegungsmelder hier nicht? Ist der broken? Keine Ahnung. Häng ihn halt mal ab und wieder an. Boah, die Alte ist mad. Also das waren echt zwei Knallerjobs. Richtige. Damals sind die uns regelrecht ins Netz gesprungen, ne? Ja, ja, eben. Damals, ja, in der guten alten Zeit, sind uns die Geister einfach so in den Köcher gesprungen, mein Sohn. Ich hab gesagt, oh, lass mal, ich unterschreibe dir das Buch direkt. Klar, was soll ich denn reinmalen? Schniedelbilder? soll ich Schwänze malen? Dämonenschwanz? Deine Mutter lutscht in der Hölle Schwänze. Kennst du das noch? Ja, 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 von Scary Movie, ja. Deine Mom ist hier unten. Okay, was könnte es denn noch alles sein? Wir wurden nur nicht Zeuge eines Geister-Events? Echt jetzt? Ja, wir haben ihn noch nicht, glaube ich, mit barem Gesicht gesehen. Oder was ist ein Geister-Event vielleicht auch? Kacke im Flur oder so. Aber hier ist nichts an Orbs, ne? Also. Nee. Höchstens hinten um die Ecke nochmal gucken. Sollen wir. Warte mal, ich. Oben ist noch eine Kamera. Dachbodenkamera. Könnte man abziehen. Ja. Wir haben keine Pillen, nix mehr, ne? Und auch hier im Van werden wir gelutscht. Auch, es gibt auch den Van-Lutscher. Vielleicht, oder soll ich Räucherstäbchen mitnehmen? Wenn er kommt, kann ich ihn damit vielleicht beschmeißen. Ja, dann räuchern mal ab. Einer muss jetzt halt auf den Dachboden, dort eine Kamera holen und hoffen, dass alles gut wird. Warum kann ich... Oh nein! Ich bin rein, der hat mir direkt die Tür vors Gesicht geschlagen. Bewegungsmelder hat Geräusche gemacht. Ich sehe einfach keinen Geist auf den Kameras auch. Bewegungsmelder hat sich wieder gemeldet. Die Tür hat er wieder zugemacht. Genau in dem Moment, wo ich gucken wollte. Macht immer die Tür zu oben. Stop. Also er kommt schon mal nicht runter. Macht immer oben die Tür zu. Die steht da irgendwie. Ja, aber da haben wir gar keine Werte, nichts. Nee. Buch. Hast du ihm gerade was runterfallen lassen? Hab den auch noch nie. Oh, ich habe aus Versehen das Ding angemacht. Mist. Unser einziger Burrito. Ich habe jetzt mal die Kamera umgestellt. Das gibt's doch nicht, dass wir nichts in der Hand haben gegen diesen Bastard. Was eigentlich, ne? Ich wünschte, man könnte das Salz nochmal aufkratzen und in den Raum reinlegen. Susan Clark! Zeige dich! Ist das Buch zu hoch? Oh. Verdammt! Wir können doch keine Folge haben ohne Catch. Ohne Catch geht das nicht. Das ist wie ein Porno ohne Cumshot. Weiß ich nicht. Ja auch. Was? Was? Ich wünschte, da wäre jetzt irgendwo noch eine kleine, zarte Bübel. Okay, ich habe theoretisch nicht so viel Equipment, was ich verlieren kann. Das heißt, ich könnte reingehen und... Alter, ich habe nur noch 4%. Ja, wir können nichts mehr machen. Wir stehen nackt beim Arsch an der Wand. Und jetzt waren wir angeblich auch auf eines Geister-Events mäßig unterwegs. Ich wurde nicht eventet. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht gesehen habe, den Event. Soll ich reingehen und
du machst nochmal die Cams. Ja, aber was könnten wir denn noch machen? Keine Ahnung. Zieh dir mal so eine Kopfkamera an. Genau, ich mach die Kopfkamera. Ich geh rein und kopfe. Okay, also wir haben ein Spirit. Wir hätten EMF. Nee, ist raus. Geisterbox haben wir. Fingerabdrücke haben wir. Geisterorb wäre Poltergeist. Geisterbuch wäre der Sprit. Und ein Mund wäre ein Gespenst. Vielleicht Amp und Thermometer? Ich glaube, es ist das Buch. Ich glaube, das Buch fehlt uns. Und ich glaube, er kann einfach nicht schreiben oder so. 28. 8,8 Grad. Hier sind 6,4. 3,3 sind hier. Mit Abstand die kälteste Stelle. Oh mein Gott, Mann. Denkst du, er kann nicht schreiben? Denkst du, er hat nichts gelernt? Ich glaube, er hat nicht gelernt. Oder Badezimmer? Ist vielleicht irgendwie eine Badezimmer-Activity? Oh. Er dreht durch. Die Lampe aus und das Thermometer weg. Nackte Hände. Ja. Du hast ein Feuerzeug in der Hand. Ich glaube, das könnte bedrohlich wirken. Ich bin auf der Außenkamera, da sehe ich... Oh, er hat Licht angemacht. Er ist direkt im Flur. Also er ist schon da oben auf der Ebene. Die Tür ist immer noch offen. Er hat schon mal nicht an der Tür rumgespielt. Das ist echt übel, Mann. Boah, das ist echt übel. Du bist bei 8% und ich bei 3%. Kannst du auf der Kopfkamera nichts sehen? Da war nichts, kein Bubble, nichts. Mach mal die Lampe aus. Ich kann nicht mal sagen, woher der kommt. Geh mal ganz kurz einen Blick auf den Dachboden werfen. Wir haben den auch noch gar nicht gesehen, irgendwie, ne? Die andere Richtung zum Beispiel. Mal langsam. Ja, ein bisschen drehen. Ich sehe nichts, nee, kein Bubbel, nichts. Ich habe direkt neben mir Steps gehört. Ja, schon wieder. Du bist bei 0%, also du bist quasi tot. Mental bist du tot. Ja, jagt wieder. Aber hier, ich sehe nichts. Ich sehe nicht auf der Kamera. Ich, keine Ahnung. Ich bleib jetzt hier, um ihn zu sehen. Da ist aber nichts, ne? Ah, er kommt den Dachboden runter. Er kam vom Dachboden runter. Ja. Jetzt sag mir nicht, der hängt da oben auf dem Dachboden rum. Ja, ist eine Frau. Ja. In einem Rock. Geh runter. Geh rüber ins Büro. Mach dann direkt die Taschenlampe aus. Das ist wirklich eine Olle auf dem Dachboden. Verflucht noch eins. Alter, das ist doch der übelste Catch aller Zeiten dann, oder nicht? Okay, warte mal. Wir müssten oben ein Buch hinlegen. Ich habe auch EMF 4 gehabt eben. Nee, da kannst du kein Buch mehr hinlegen. Nee, wir können eins mitnehmen und hoch auf den Dachboden legen. Ja, aber bist da, der handelt sofort. Ich versuch's. Mann, oh Mann. Komm schon. Er ist oben auf dem Dach.
Buch schon hingelegt? Also eigentlich können wir jetzt nur raten. Ich habe keine Bubble gesehen und keinen Frost auf dem Dachboden. Ich würde sagen, es ist ein Buch. Boah, nee, ich habe das Buch nicht hingelegt. Ich versuche es noch einmal jetzt, ob ich da hochkomme. Hand ist over. Ja, aber selbst dann müsstest du es nochmal prüfen. Wir sind schon bei 45, Alter. Alter, was ist das aber auch für eine heftige Geisterrunde? Gleich wieder durch. Wenn wir nichts, wo wir jetzt prüfen könnten, ob der mir das Buch dann beschrieben hat. Also Buch ist oben. Naja, aber wann hat er schon reingeschrieben, ist die große Frage. Das müssen wir gleich nochmal gucken gehen. Oder hunted. Er hunted. Nee, vergiss es. Vergiss es. Bringt nichts. Ich sag, es ist das Buch. Boah, wie übel. Denkst du echt, das Buch? Keine Ahnung, ich sag, es ist das Buch. Es ist. Ich habe keine Dings gesehen. Ich habe keine Bubble gesehen oben. Save einfach das Equipment. Ist, weil ich habe von Anfang an gesagt, lass uns doch den April-Lehrgang mitmachen. Also, ach, der April-Lehrgang, weißt du, so, den, ach, den braucht keiner. Jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir da und haben eine Lücke in der Lizenz. Ja, was hätte ich denn. Das wusste ja niemand. Ja, ich wusste das. Ich habe gesagt, der April-Lehrgang ist super wichtig. Dass wir auf einmal so krass sind, wusste niemand. Okay, EMF ist raus. Wäre eh nur noch ein Bubbel. Dann habe ich keins gesehen, wo du mit einer Kopfkamera oben warst. Soll ich nochmal reinrennen und nach dem Buch gucken? Soll ich nochmal den YOLO-Swagger machen? Ich renne jetzt hoch, guck nach dem Buch. Wenn er kommt, frisst er mich, aber dann... Ich gehe auf deine Kopfkamera, um zu gucken, ob ich möglicherweise einen Orb... irgendwo finde. Immerhin hast du noch 1% Geisteszustand. Ja. Am besten du sagst gar nichts. Nicht, er hat direkt. Direkt, vergiss es. Fahr ohne mich. Nein, ich kann nicht ohne dich fahren. Es gibt Abzüge auf der Bonusskala. Geh hinten in den Spind. Das Problem ist, ich glaube, der wird dich eh nie kriegen. So weit läuft er nämlich nicht runter. Bei mir bist du irgendwie so halb außerhalb des Spintes. Also er geht immer auf 4 MF, aber nie auf 5. Das Problem ist, man sieht ihn gar nicht auf Kameras. Das ist irgendeine Eigenschaft von Geistern. Siehst du nicht auf der Cam. Voila. Das könnte sein, ein Ding, ne? Ein Poltergeist. Aber der schmeißt. Ja, aber der hat ja nichts geworfen. Der hat eigentlich gar nichts geworfen. Nee. Ich sag, es ist Mare ohne Buch. Nee, dann wär's ein Spirit. Spirit ohne Buch. Der hat keine Stärken. Ja, siehst du, der hat auch keine Stärken. Der geht einfach nur immer. Der geht einfach nur rum. Gut. Wir hören auf den Dr. Professor Kreis. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich drücke hier, wir müssen fahren. Warte, Geisterbuch, Sprit. Boah, da drückt er drauf. Ja, müssen los, Junge. Jo, hat den Gale studiert. Ja. Das ist was ganz anderes bestimmt. In der Gasse Gale. Ja, ein Spritti. Ein Spritti, ja. Alter, aber was ein Ding. Ja, ich sag ja... Wir müssen den April-Lehrgang nachholen. Aber dafür braucht man irgendwie 2000 Likes, habe ich gehört, für den April-Lehrgang. Oh, das ist schwierig. Es wird schwierig. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!
Tschüss.